Herzlich willkommen, damit zur nächsten Folge, Projekt von Assassin's Creed. Ich wollte eigentlich eine Pause machen, aber leider geht's gerade nicht, aus verschiedenen Gründen. Deswegen fassen wir uns weiter mit Assassin's Creed. Unter anderem, wir haben ein paar neue Sachen bekommen. Zum Beispiel eine neue Waffe. Mjolnir, nein. Let me look where it is. Da, Sonnenfinsternis. Der Fehlschlag eines kritischen Treffers für den kritischen Chance. So. Das war's. Ich habe auch, wie gesagt, ein bisschen weitergespielt, wie ihr seht. Also, ich habe jetzt wieder ein paar neue Pünktchen. Und tatsächlich spielen wir jetzt nun die nächste Erweiterung. Nämlich. Da. Eine seltsame junge Frau ist im Heffendorf angekommen und hat in der Nähe von Valkas für die ihr Lager aufgeschlagen. Das ist nämlich das Assassin's Creed Crossover zwischen Odyssey und Valhalla. Deshalb ich auch sehr gespannt bin. Deswegen machen wir mal. Ich kann kaum glauben, dass du hier bist. Die Erlösung für mein Volk. Hey. Diese Frau scheint mich zu kennen. Oh, du bist es. Valka sagte, wir würden uns treffen. Doch ich kann kaum glauben, dass das legendäre Wolfsmal meine kleine Nebelinsel retten wird. Wer bist du? Wie immer etwas vorschnell, meine Liebe. Eivor, das ist Edgyth, eine alte Freundin und Seherin. Sie bat mich um Rat. Ihr Volk wird von Nachtmaren geplagt, geradezu in den Wahnsinn getrieben. Mir war nicht bewusst, dass die Insel des Nebels bewohnt ist. Es gibt kleine Siedlungen, aber für viele ist es nur ein Ort der Durchreise. Da können schlechte Träume großes Unheil anrichten. Bisher habe ich vor allem versucht herauszufinden, ob das Federnmal in den Träumen meiner Base bedeutet, dass sie einen Bauern oder einen Bäcker ehelichen soll. Ich kann dir nicht folgen. Edgyth benötigt deine Hilfe. Und es ist nicht nur ihr Volk betroffen. Auch ich, mit meiner starken Verbindung zur Geisterwelt, werde zunehmend im Schlaf gestört. Ich fürchte, es könnte bald auch auf unsere Siedlung übergreifen. Ich kann mich mal umsehen. Aber ich bin nicht unbedingt erfahren darin, Albträume zu verscheuchen. Da ist noch etwas. Und es wird dir nicht gefallen, Eivor. Ich glaube, Randvi ist irgendwie beteiligt. Vielleicht sogar verantwortlich dafür. Wie sollte sie etwas tun? Valka, du weißt, ich vertraue deiner Weisheit. Aber Randvi ist meine Freundin. Wie könnte sie die Siedlung so gefährden? Als die Albträume begannen, bat ich die Geister um Klarheit. Und ich erhielt eine Vision. Sie war umwölkt. Und doch konnte ich es sehen. Du wirst Randvi auf einem Schauplatz des Todes auf der Insel des Nebels finden. Ihr werdet kämpfen. Dann Wege für immer trennen. Das kann nicht stimmen. Du entscheidest, ob du es glaubst oder nicht. Die einzige Möglichkeit, die Wahrheit zu erfahren und die Albträume einzudämmen, ist, zur Nebelinsel zu gehen. Ich habe hier meine Pflichten, aber Edgyth kann dich hinbringen, sobald du bereit bist. Eigentlich würde ich mal wieder meine Frisur auswählen. Also, bist du bereit? Man hält ohne Schlaf nicht mehr lange durch. Aber, na, machen wir noch schnell. Ich brauche noch etwas Zeit. So, bitte warte nicht so lange. Die Frau scheint mich zu kennen. Einen Moment. Ich wollte nämlich meine Frisur mal wieder auswählen, weil ich mir schon das ganze Spiel mit einer Klatze rumlaufen. Wir hatten ja diese schönen mit diesen Blümchen in den Haaren. Das ist wieder. Zwischen wir einmal was gucken. Was ist? Ist das Tätowierer? Haarschnitt, ja. So. Hey. Sieh dir unbedingt meine neuen Entwürfe an. Du meinst, die ich gesammelt habe? Zeig mir, was du. Kann ich tatsächlich mal gucken, was haben wir eigentlich so Schönes? Was haben wir aktuell? Ich finde meins irgendwie immer noch am coolsten so.
Aber hier. Ich will das hier wieder haben. Nichts weiter? Nö. Ich muss leider... Bis zum nächsten Mal, Eivor. Ich bin... Ich bin sehr gespannt auf das, auf die Erweiterung. Es ist ja das erste Mal, dass sich zwei Assassin's Creed-Spiele zusammen begegnen. So. Du bist zurück? Bist du nun bereit für die Überfahrt? Yes. Ich finde heraus, was deine Leute plagt. Wer oder was es auch sein mag. Was ist die Schatteninsel? Es ist ein komplett neues Gebiet. Ich habe auch wirklich, ich muss sagen, Odyssey, hier Origins, das sind so alles Teile, ich habe die bis aufs Verrecken gespielt, deswegen kann ich es halt echt kaum erwarten. Nur leider alle ohne DLCs habe ich die gespielt. Da sollen auch über echt gute DLCs dazugekommen sein, dieses... Mit Atlantis und Vermächtnis der ersten Klinge und so. Da wären wir. Die Insel des Nebels. Schön, nicht wahr? Hast du eine Idee, wo ich anfangen soll? Sieh dir zuerst Kial Tara Glen an. Dort begannen die Albträume. Meine Hütte ist auch dort, solltest du meine Hilfe benötigen. Ich bedanke mich. Eine schicksalshafte Begegnung. Also, guck mal, wie groß ist die Map? Ach, geht doch eigentlich. Ist der doch alles in Ordnung? Kleiner Fall. Ach man, jetzt spielt das Pferd ausgerüstet. Es hat tatsächlich im Stream, ich habe es ja nochmal ein bisschen gestreamt, das Spiel, um so ein bisschen die Nebensachen zu machen und zu leveln. Und da hat er auch irgendwie aus irgendeinem Grund vom Pferd, vom Wolf auf Pferd gewechselt, das mich stört. Ah, damit müssen wir jetzt wohl leben. Aber naja. Erstmal zum allerersten Aussichtspunkt in diesem Spiel gehen. Auf dieser Map. Wahrscheinlich wird es nur so drei geben oder so, drei Aussichtstürme. Müssen wir es natürlich alles genießen, dass wir alles finden. Komm. Und wenn es alles einfach ist und wir wirklich alles schnell finden, dann kann ich auch gerne alles hier einsammeln. Und mal eben auf 100% drücken. Wie heißen die? Diese Edelsteine. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Wir behaupten, hier hinten ist noch eins und das war's dann. Boah, jetzt mal die Bilder angucken. Um sich fett spoilern zu lassen. Funny. Okay. Dann gehen wir mal runter. Vorher würde ich gerne.
Hannobal hieß es. Glück, dass ich keine Pfeile hab. Ich habe auch fleißig rumgeschossen und Fische gefarmt, daher bin ich jetzt ein bisschen empty. Ich kann sagen, was man will, aber es hat einfach ein angenehmes Feeling, hier wieder rumzureiten. Auch wenn ich gefühlt nur noch Assassin's Creed Folgen hochlade. Aber it is what it is. So, einen Moment. Bitten darf. Erstmal hier ein paar Sachen einsammeln. Huch. Das ist ein bisschen problematisch, dass ich keine Pfeile habe. Was sind hier drin, welche? Ah, da. Gott sei Dank. Okay, so komme ich nicht ran. Ich nehme an, ich muss die ganze Kiste hier rüberschieben. Ist mal so eine ganz dumme Vermutung. Das ist doch schon mal gut. Die erste Folge erstmal hier verbraucht, indem wir mühevoll versuchen, an so ein scheiß Ding ranzukommen. Tada, mehr wollte ich auch gar nicht. Jetzt will ich genau noch das Artefakt einsammeln. Dann können wir gerne die Mission starten. Wird ja wahrscheinlich eh nur wieder so ein schwebender Zettel. Ja. Oh, wo ist denn? Weg. So. Ist alles in Ordnung? Du scheinst... Finde die Kriegerin mit dem Zopf. Sie ist unser Untergang. Sie stiehlt unsere Träume. Eine Kriegerin mit einem Zopf? Nein, Advi kann es nicht sein. Wo ist sie? Bei einer Kirche im Nordwesten der Stadt. Mehr sah ich nicht in meinen Träumen. Finde sie und bitte lass mich schlafen. Ist ja fast wie ich, wenn es wieder Montag ist. Bitte. Ich will nur schlafen. Na, Pferd?
Okay. Tauben am Hochzeitstag bringen Glück. Aber ein Adler? Nichts als Unheil. Nichts als... Geht es dir gut? Ich bin hier, um... Ein Adler. Ein Adler wird unser aller Untergang sein. Ich sah ihn im Traum. Von dem... So viel ein Leder. So, wo ist es denn jetzt? Da hinten. Los, gib Gummi. Ursprünglich wollte ich ja eigentlich Dying Light 2. Tatsächlich habe ich mich anders überlegt, weil ich habe hier noch so viele Erweiterungen und den Season Pass und deswegen wollte ich doch lieber erst das Creed Raider nehmen und Dying Light mal irgendwann holen, wenn es vielleicht mal 10 Euro im Rabatt ist oder so. Keine Ahnung. Seltsam. Balka sagte, ihre Vision wäre umwölkt gewesen. Sah sie Randvi umgeben von diesem Schleier? Ein Friedhof. Oder in Balkas Worten. Na, oh, da ist sie. Cassandra ist sie, glaube ich, oder? Nein. Cassandra. Und wer bist du? Deine Gegnerin. Wo darf ich kämpfen? Kann diese Randvi denn gut mit der Axt umgehen? Das kann sie. Viel besser als du. Ha. Mir ist ein Speer lieber. Du bevorzugst also auch andere Waffen. Wo hast du diese Klinge her? Du redest zu viel! Scheint, als sollten wir uns mal über ein paar Dinge unterhalten. Schön. Wenn es sein muss. Also, Gegnerin. Hast du einen Namen? Eivor. Ich nehme an, du bist eine der Verborgenen. Nicht wirklich. Aber ich bewundere ihre Arbeit. Wenn du keine klaren Antworten gibst, sollten wir lieber weiterkämpfen. Ich bin keine Verborgene, aber ich habe Freunde unter ihnen. Und oft ähneln sich unsere Ziele.
Ich nehme an, das gilt auch für dich. Ja, so ist es. Ja. Ich bin mit einigen der Verborgenen befreundet und teile ihre Ziele. Dann haben wir womöglich mehr gemein, als wir dachten. Du hast mir noch nicht gesagt, warum du hier bist. Und woher du kommst. Ich bin so viel gereist, es ist lange her, dass ich von irgendwoher kam. Aber vor langer Zeit war die griechische Welt meine Heimat. Ich bin hierher gekommen, um nach einem uralten Artefakt zu suchen, das dieser Insel viel Ärger bereitet. Du meinst die Albträume? Eine Seherin sagte mir, dass eine Person inmitten des Todes auf dieser Insel sie verursacht. Dieselbe, die mich für jemanden namens Randvi hielt? Vielleicht hatte deine Seherin einen schlechten Tag? Willst du mir erzählen, du wärst nicht für all diese Leichen verantwortlich? Ich sah, wie diese Leute sich in ihrem schlaflosen Wahn gegenseitig zerfleischten. Das alles wird von dem Artefakt verursacht, nach dem ich suche. Normalerweise würde ich nicht lange brauchen, um es zu finden, aber dieser Nebel macht es schwierig, nahezu unmöglich. Wenn ein Fluch dich so leicht abhalten kann, wie gedenkst du dann in der Welt der Träume und Geister zurechtzukommen? Ein Fluch? Du kennst die Geheimnisse dieses Landes sehr gut. Ich... Hast du etwas gehört? Nein, nein. Hör zu. Etwas sagt mir, dass wir zusammenarbeiten sollten. Und wie genau kommst du darauf? Es ist doch offensichtlich. Du willst die Albträume aufhalten und ich will das Artefakt, das sie verursacht. Hilf mir, den Nebel zu lichten, damit wir es finden können. Und nach diesem Zusammentreffen soll ich wirklich glauben, dass nicht du die Ursache für die Albträume bist? Ich schwöre dir, ich will sie beenden. Wir können zusammenarbeiten. Vorerst. Gut, ich würde sagen, das war doch mal ein toller Einstieg. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.